Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Unboxing hier auf meinem Kanal. Ich bin ein bisschen überrascht, ich habe gerade Post bekommen, mit der ich nicht gerechnet habe. Am 10. April soll das Final Fantasy VII Remake erscheinen. Und jetzt klingelt zum 2. April ein Postbote und bringt mir ein riesen Paket. Wie gesagt, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe es erstmal aufgemacht, weil ich ja nicht wusste, was drin ist. Und aus diesem Unboxing möchte ich euch jetzt Final Fantasy VII Remake. Ich habe es heute zum 2. April einfach mal 8 Tage vorher schon bekommen. Ich habe aus dem Riesenkarton, ich habe nämlich die Elite oder Class One Edition heißt es sogar, glaube ich. Ich muss jetzt mal aufstehen. Ich weiß, ich habe nicht das beste Unboxing-Equipment. Egal, da scheiße ich jetzt ehrlich gesagt drauf. Zieht euch diesen fetten Karton rein. Da war noch eine Umverpackung, deswegen ich wusste, wie gesagt, nicht, was drin ist. Ansonsten hätte ich das noch aus diesem Karton gezogen. Das ist die Class One Edition. Ein mega fetter Karton. Den mache ich jetzt mal auf. Ich hoffe, dass ich hier nichts zerstöre. Ich weiß natürlich logischerweise, was drin ist. Und zwar eine Cloud Strife Figur. Wenn ich jetzt hier irgendwas kaputt mache, kriege ich ein zu viel. So, Moment. Ach, wir machen das so hier. Ja, wie gesagt, sorry für die Qualität. Ich habe keinen extra Platz für einen schönen Unboxing-Tisch. Das ist nicht der Hauptteil meines Kanals. Und deswegen möchte ich nebenbei gleich mal Werbung dafür machen, dass ich dann, ich gehe nämlich davon aus, am 10. April, wenn das rauskommt, ich könnte mir vorstellen, dass in dem Spiel jetzt erstmal eine Sperre ist, wenn man das installiert und das Spiel wahrscheinlich noch nicht zocken kann. Das ist zumindest meine Vermutung. Deswegen wird es wahrscheinlich eine Online-Pflicht geben, wo man sich anmelden muss. Sollte man das Spiel doch schon früher zocken können, wie gesagt, Werbung für diesen Kanal. Ab dann gibt es das Let's Play für Final Fantasy VII Remake. So, jetzt holen wir den schönen Karton hier mal raus. Schmeißen den hier zur Seite. Was haben wir hier Schönes? Die Verpackung ist schon absolut edel. Zieht euch das mal rein. Ich sehe, da ist schon ein kleiner Kratzer. Da schauen wir doch mal gleich genauer. Ist leider dramatisch. So. Dann öffnen wir mal den Karton. Wo ist hier vorne? Wo ist hinten? Okay, hier ist was zum Aufschneiden. Ein oder andere Sammler, der wird wahrscheinlich jetzt sagen, bist du verrückt, das kannst du doch nicht auspacken. Ich will es wenigstens sehen. Das wird wahrscheinlich in dem Karton nochmal sonderverpackt sein, in einer durchsichtigen Verpackung. Oder doch nicht? Okay, jetzt muss ich aber ganz vorsichtig das rausziehen. Ja, wie gesagt, man sieht schon, ist nicht der schönste Platz, um das auszupacken. Alter, ist das groß! Meine Fresse! Na gut, jetzt ist es aus dem Karton raus, da kann ich es auch komplett auspacken. Ich zeige euch das mal hier. Oh, Moment! Einmal Hose hochziehen. Ach komm, ich glaube, ich pack's aus. Man erkennt doch gar nichts. Und das ist doch scheiße. Dadurch, dass die Kameraperspektive leider sehr bescheiden ist und ich nur eine Webcam habe, erkennt man es sowieso nicht vernünftig. So, jetzt sehe ich mich hier. Moment, ich kann ja die Kamera mal noch ein Stück runter machen. Dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Alter, sieht das edel aus. Okay. Number one. Diese Cloud Strife-Figur. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Alter, die ist riesig. Zieht euch das mal rein. Habe ich ja irgendwas. Das ist jetzt hier die PlayStation-Hülle. Ihr wisst selber, wie groß so eine Hülle ist. Diese Größe dieser Figur ist ja der absolute Wahnsinn. Sogar mit beweglichen Gelenken. Ich fuchtel nicht dran rum. Ich kenne mein Talent, ich mach's nur kaputt. So, Moment, kann ich den hier hinstellen? Ohne dass da was passiert. Geht ein bisschen schräg. Zack, der guckt euch jetzt ganz finster an und kippt um. Okay, der hat eingesaugt. Okay, jetzt holen wir mal das Motorrad raus. Alter, ist das. Das ist big. Zieht euch doch mal dieses fette Motorrad rein. Sogar der Auspuff ist wirklich aus Metall. Krass. Und es rollt. Ich flippe aus. Ey, ist das ein Riesenvieh. Also ich hatte, wie gesagt, eigentlich nicht vor, das so auszupacken, dass ich es so in der Hand halte.
Aber die Verpackung ist jetzt nicht die günstigste, deswegen packe ich es jetzt einfach so aus. Also, mal gucken, warte mal, jetzt kommt hier der Spielzeugmensch in mir durch. Machen wir mal hier ein bisschen runter. Kriegen wir das hier komplett drauf? So, das funktioniert sogar. Wo ist denn hier vorne und wo ist hinten? Okay. Der hat so bewegliche Gelenke, dass du den tatsächlich hier draufsetzen kannst. Naja, ich möchte jetzt nicht zu viel spielen. Ich kenne mein Talent. Irgendwas mache ich kaputt. Jetzt kommen wir hier aber noch zu seinem Schwert. Ultra geil. Moment, ich drehe das mal hier so, dass das vielleicht noch ein bisschen geiler aussieht. Okay. Kann man das hier irgendwo hinpacken? Ich weiß, dass der hier in den Laschen von dem Motorrad ist wie so eine Art Tasche und da kommen mehrere Schwerter raus. Egal. Ich möchte jetzt nicht zu viel dran rumknicken, dran rumbasteln. So, was haben wir hier noch drin? Dann haben wir hier noch... Das ist schon verrückt. Noch so ein Plaste... So eine Plasthülle, da sind verschiedene Handschuhpaare für die Cloud-Figur drin. Auch sehr, sehr interessant. Es sieht auf jeden Fall alles mega, mega hochwertig aus. Und was haben wir hier noch? Da kommt noch mehr. Moment. Hier ist noch irgendeine Plastehülle für irgendwas, wo ich noch nicht rausgefunden habe, für was es ist. So. Ah, okay. Ich glaube, das ist so eine Art Standfuß. Da kann man das dann vernünftig abstellen. Ich schaue mal, ob ich das jetzt hier irgendwie rauskriege, wie man das befestigt. Und danach zeige ich euch das Ergebnis. So, nach einigen Gebastel habe ich jetzt hier festgestellt, der Cloud hat hier am Rücken, hier so, so ein Loch. Da ist so eine Abdeckkappe drin, die kann man abziehen und dann gibt es hier noch so einen extra Clip, hier, den kannst du an dieses Schwert dran basteln und dann kannst du das hier hinten am Rücken befestigen. Man muss halt aufpassen, dass das Plastik von dem Schwert ist wirklich sehr, sehr dünn. Deswegen sollte man wahrscheinlich hier nicht zu dolle drücken. Ich werde es auch nicht bis ganz ran drücken. Und dann kann man das Schwert hier hinten befestigen. Das sieht echt edel aus. Und dieses ganze Plastikgedöns, was hier noch so drin war. Das ist so eine Art Plastikständer. Damit kann man dann quasi den Kollegen hier so hinstellen. Ganz vorsichtig. So. Und dann hat man hier... Moment, ich mache mal die Kamera wieder ein Stück runter. Dann hat man hier... so einen schönen Ständer und kann den dann da so abstellen. Das sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Und das Motorrad hat, wie sich's gehört, hier unten kann man ein- und ausklappen, natürlich einen vernünftigen Motorradständer. Moment, ich mache hier mal weiter runter. Dann kannst du den hier ausklappen. Zack. Und dann kannst du das Motorrad ganz easy hier so absolut genial abstellen. So, ich suche mir jetzt mal hier eben noch einen schönen Platz für das Motorrad erstmal vorerst zum Abstellen. Zack. Die Cloud-Figur am besten gleich hier mit daneben. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Das werde ich auf jeden Fall mal noch ein bisschen schönen, die Stelle, dass man das dann in Zukunft auch im Hintergrund sehen kann. Jetzt kommen wir aber erstmal zu dieser Version. Hier ist ja noch die Folie drum. Das werde ich jetzt auch auspacken. Und was richtig geil ist, wenn du hier so drüber fährst, das ist richtig erhoben. Du kannst quasi den Schriftzug richtig, richtig geil fühlen. Kommen wir mal ein Stück zurück hier. So, jetzt haue ich hier mal die Folie ab. Ich betone nochmal, nehmt es mir nicht für übel, dass ich ja nicht der hochqualifizierteste Unboxing-Mensch bin. Mein... Kanal ist halt für Let's Plays oder Livestreams oder Tipps und Tricks, Infovideos und so weiter ausgelegt, nicht für Unboxing-Videos. Da lohnt es sich nicht mehr, jetzt noch extra Equipment zuzulegen. Aber ich denke, ich sollte die Sache relativ gut machen, zumindest für meine Verhältnisse. Das
Die Version sieht mega, mega edel aus. Ich weiß natürlich schon, was Inhalt ist. Hier müsste ein Soundtrack drin sein. Und dann gibt es hier noch Sonder... Esper nennt sich das wahrscheinlich jetzt in dem Remake. Das sind eigentlich Aufrufsubstanzen, wer sich mit Final Fantasy VII auskennt. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Zieht euch doch das mal rein. Ich hoffe, die Belichtung haut wenigstens halbwegs hin. Das ist, glaube ich, der Soundtrack mit Sephiroth im Vordergrund. Im Hintergrund ist das Shinra-Gebäude zu erkennen. Das ist die Rückseite. Sieht, wie gesagt, auch sehr edel aus. Oh, die Belichtung ist natürlich wirklich gerade nicht die geilste. So sieht es ein bisschen besser aus. So, ist aus Metall. Absolut edel. Machen wir die Hülle mal auf. Und siehe da, es ist nichts drin. Warum auch immer nichts drin ist, das kann ich jetzt gerade aktuell nicht sagen. Interessant. Vielleicht steckt die CD irgendwo. Hier ist er nochmal in einer Sonderhülle. Warum auch immer das jetzt nicht in der CD-Hülle ist. Hier ist von 12 Tracks gibt's. Die CD sieht so aus. Auch sehr edel. Ich lasse das einfach mal hier drin. Das werde ich sowieso niemals abspielen wahrscheinlich. Und dann gibt es ein Artbook. Das Artbook blättere ich jetzt wahrscheinlich nicht durch, oder? Ich will das halt nicht zu weit aufknicken. Ich habe keinen Bock, dass hier irgendwie zu viel kaputt geht. Final Fantasy Remake Section 1 Characters. Okay. Ach, scheiß drauf, komm. Wir gehen das Buch mal kurz so ein Stückchen wenigstens durch. Seite 1. Ich weiß jetzt hier gerade nicht, was hier logischerweise steht. Was haben wir hier? Lauter Zeichnung. Was ist das hier unten? Ist das ein Frosch? Toad Cloud. Okay, ist tatsächlich ein Frosch. Warten wir mal weiter. Hier ist Aris. Oh, das sieht auch geil aus. Okay. Nächste Seite. Damit ich das jetzt hier nicht ewig in die Länge ziehe, erkläre ich jetzt nicht alles, aber das ist ganz gut zu erkennen. Das ist ohne Scheiß mega edel. Hier haben wir Barrett. Auch sehr, sehr geil. So, dann haben wir hier auf der rechten Seite, von euch aus gesehen links, ist Avalanche, diese Rebellengruppe. Was sind denn das für Leute? Okay, Clouds Mutter, dann war schon, ach, Aeris Mutter und noch so ein paar Charaktere, die man wahrscheinlich erst kennt, wenn das Remake beinhaltet ja so ein bisschen neue Missionen, die es im Original so nicht gab. Hier haben wir Sephiroth, sieht auch sehr, sehr edel aus und so ein paar Soldaten, ein paar Gegner. Dann haben wir hier die Turks, zumindest ein Teil davon, nicht alle. Edel, edel. Das sind jetzt noch so viele Seiten. Okay, wen das nicht interessiert, der kann gerne noch ein bisschen vorspulen. Danach öffne ich noch die Hülle und zeige euch noch, was die Sonderedition noch beinhaltet, wenn ihr diese teure Sonderversion euch zugelegt habt. So, hier haben wir ein paar Chocobos. Ein fett Chocobo, wie geil ist das denn? So, in der Sonderedition, das kann ich ja jetzt erklären. Wir haben einmal den Kaktor, dann haben wir, das müsste Garfunkel sein, und Chocobo Kid, ganz unten. Das sind drei Espers, Aufrufsubstanzen nenne ich das, weil es einfach im Original so hieß. Die sind in der Sonderedition First Class schon mit dabei und ich glaube, es gibt noch eine zweite Edition für 80 €. Da ist, glaube ich, nur der Kaktor dabei und das Chocobo-Küken. Und den Garfunkel kriegt man, glaube ich, nur in der First Class Edition. Aber das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. So, wir haben jetzt hier ein paar Aufrufe. Einmal Ifrit und Shiva. Dann haben wir, oh meine Fresse, Leviathan und Bahamut. Sehr geil. Ah, das blendet jetzt ein bisschen beim Leviathan drüben. Absolut edel. Meine Fresse, wie viele Seiten sind denn das? Oh, dann haben wir hier noch ein paar Bosse. Gerade aus den ersten Missionen, einmal der Skorpionswächter, dann der Airbuster auf derselben Seite und Motor auf der rechten Seite, Arsenal. Ach, das ist schon, wenn man quasi Red 13 befreit hat. Hier noch so ein paar Sachen, die man so nicht kennt. Okay, zack, zeig mal her, hier. Weiter geht's. Ah, das sind noch so ein paar Gegner, okay. So, das sollte schon irgendwas mit... Ach nee, okay. Erkenne ich sofort, ja. Das ist, glaube ich, wenn wir
Die Pornovilla von Don Corleone. Ich spreche immer den Namen falsch aus. Verzeiht mir, wenn ich den Typen falsch ausspreche. Diesen Puff, in dem wir einsprechen, wo wir dann in der Kanalisation unten landen. Das sind so ein paar Gegner gewesen. So, was haben wir hier noch? Schön ist noch ein paar andere Gegner. Ach, hier. Apsu. Das ist der Endboss in der Kanalisation, von der ich gerade gesprochen habe. Richtig edel. Meine Fresse, haben sich echt was einfallen lassen. Und das sieht schon aus wie Genova. Ja, ist es tatsächlich. Okay, zumindest auf der Seite. Hier. Das ist Genova. Wahrscheinlich die allererste Form, genau. So, und hier haben wir noch ein paar Sachen aus Midgar. Oh, die Midgar-Kanone. Ist das die Midgar-Kanone? Ich bin mir gar nicht so sicher. Keine Ahnung. Eigentlich ist es doch die Yunnan-Kanone, oder? Kann sein, dass ich das jetzt verwechsle. So, hier haben wir die schöne Kirche, wo Eris und das Blumenfeld. Sieht man hier auf der Seite auch ganz gut. Ein paar Bilder aus den Slums. Edel. Edel, edel, edel. Zack. Ganz schön viele Seiten. Muss ich mir auf jeden Fall nach alles in Ruhe nochmal reinziehen. Sektor 8, sehr, sehr schön. So, das ist das Präsidentengebäude, beziehungsweise hier die Präsidenten-Suite, ganz oben in dem Shinra-Gebäude. Und hier die allererste Etage am Eingang, so wie das aussieht. Shinra-Building, Main Entrance, ja genau, Haupteingang. So, was ist denn das? Okay, ein paar Sachen, die mir überhaupt nichts sagen. Zumindest zum Teil. Und weiter. So, hier haben wir noch ein paar Waffen. Auch absolut, absolut schick. So, wir nähern uns quasi fast dem Ende. Oh, hier haben wir ein paar Waffen von Cloud. Barretts Waffen auf der anderen Seite. Auch richtig cool gemacht. Einige davon erkennt man auf jeden Fall wieder. Das ist, glaube ich, hier der Superstähler. Optisch einer meiner Lieblingswaffen aus Final Fantasy. Könnte ich mich aber auch irren. Doch, das müsste der Superstähler gewesen sein. So, was haben wir hier noch? Dann Eris und Tifas Waffen. Jeweils. So. Ja, ist klar. In dem ersten Part gibt es ja Vincent wahrscheinlich nicht. Es gibt Sid nicht. Es gibt ja einige Charaktere, die erst nach Midgar kommen. Ich gehe nämlich davon aus, dass die erste Episode only in Midgar spielen wird. So, dann haben wir hier noch ein paar Fahrzeuge. Hier zum Beispiel das Fahrzeug, mit dem wir aus dem Shinra-Gebäude flüchten. Zumindest die eine Gruppe, die da drauf hockt und klaut mit dem Motorrad, was hier steht. So, habe ich die Seite schon gezeigt? Ich bin jetzt völlig neben der Spur. Na, okay, hier kommt nichts weiter. Sehr geil. Jetzt öffnen wir mal, komm her hier, die CD. Sieht so aus. Rückseite hier. Edel, 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 edel. So, verrate ich hier schon irgendeinen Gutscheincode, wenn ich das hier... Das darf ich zum Beispiel nicht zeigen, weil bevor ich das alles eingebe, ist es wahrscheinlich nachher weg. Das wäre doof. Zwei CDs? Okay, also wir können uns vorstellen, wie umfangreich das Spiel sein wird, denn es gibt tatsächlich zwei CDs. Ich kenne auf der PlayStation 4 aktuell noch kein Spiel, was zwei CDs hat. Zumindest für eine Story. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Codes. Das ist Square Enix Member. Dann habe ich hier einen Code für den Kaktor. Kann ich euch natürlich jetzt hier nicht in voller Pracht zeigen, weil ich weiß noch nicht, ob ich das alles schon einlösen kann, während ich das nachher hochgeladen habe. Und hier ist noch ein bisschen Werbung für irgendeinen Store. Keine Ahnung. Hier ist noch ein bisschen was von Kingdom Hearts zu sehen. Avengers, hier Kingdom Hearts auf der Rückseite. Zack, zack, zack. Ach, hier gibt es noch eine Innenseite. Okay, Leute, das war mein Unboxing. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal, dass es jetzt nicht so hochprofessionell wie auf vielen anderen Kanälen gehalten ist. Ich möchte nochmal Werbung für mein Let's Play machen, was ich dann demnächst starte. Natürlich auch nochmal mit der ersten Mission. Die erste Mission habe ich auf meinem Kanal schon als Demo gezeigt. Das zeige ich euch natürlich nochmal. Wen es übrigens interessiert, ich werde das Spiel auf der einfachsten Schwierigkeit spielen. Nicht, weil ich nicht denke, dass ich das nicht schaffe, sondern die Kämpfe sind deutlich kürzer. Dadurch kann man das Let's Play deutlich kürzer gestalten und die Kämpfe ziehen sich nicht so in der Länge. Ich habe es nämlich an der
an der Endgegner-Sequenz schon mal gemacht, an dem Skorpionswächter, einmal auf schwer und einmal auf normal. Das sind wahrscheinlich locker 10 Minuten im Endkampf dazwischen. Wenn man natürlich die Tricks dann in dem Endkampf drin hat, geht es wahrscheinlich schneller. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr schaltet in Zukunft auch bei meinem Let's Play von Final Fantasy VII den Remake ein. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Lasst euch mal überraschen, wann die erste Folge kommt. Stand jetzt weiß ich, wie gesagt, noch nicht, ob eine Sperre bis zum 10. April in dem Spiel drin ist und ob man das Spiel überhaupt jetzt zocken kann. Lasst euch da einfach mal überraschen. Lasst dem Video einen Daumen da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und vor allen Dingen ein Abo, wenn ihr die ganze Geschichte rund um Final Fantasy verfolgen wollt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.